Schatz. Die haben California falsch geschrieben. California, ja. Aber es gibt Schlimmeres, oder? Also, L.A., wir kommen. Weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Riegel die Tür. Ich bin auf der Suche nach Nummer 123. Einhalb. Ich bin Judy Wood. Sie haben es wohl gefunden. Brauchen Sie Hilfe, Judy Wood? Was wissen Sie über Einwanderungsrecht? Nein, antworten Sie nicht. Ich habe keine Zeit, Ihren Mentor zu sein, aber echte Fälle sind immer die besten Lehrer. Ich bin Judy Wood. Judy Wood. Judy, ich habe ein paar Freunde. Miss Ashwari, ich bin Judy Wood, Ihre neue Anwältin. Das Asylrecht gewährt zwar Schutz, Voraussetzung ist jedoch, man gehört einer verfolgten Gruppe an. Wenn wir es beweisen können, hat er einen rechtlichen Anspruch auf Asyl. Sie müssen Ihre Geschichte erzählen. Ich wurde verhaftet, weil ich wollte, dass alle erfahren, dass Mädchen selbstständig denken sollten. Das Asylrecht erkennt Frauen nicht als schutzberechtigte Klasse an. Ihre männlichen Verwandten sind dazu verpflichtet, die Familienehre zu wahren und sie zu töten. Ich als Frau applaudiere ihn. Als Richterin muss ich jedoch gegen sie entscheiden. Das ist eine überzeugende Grundlage, um Berufung einzulegen, wenn wir es entsprechend darstellen können. Wir müssen uns jeden Fall von Ihnen, jeden Beratungsvorgang... Bin schon dran. Ed will, dass ich bei ihm lebe. Er hatte nie deine ungeteilte Liebe, weil du sie für deine Klienten aufbewahrst. Ich wurde in Afghanistan ins Gefängnis geworfen und hier auch wieder. Aber in Amerika kann ich mich dagegen wehren. Wir sind eine Nation von Einwanderern. Wie mein Vater. Es ist ein schöner Tag heute. Davon gibt es nicht besonders viele hier. Wir haben eine letzte Chance. Selbst wenn Sie gewinnen, verlieren Sie. Einfach jeder wird ein Wunder von Ihnen erwarten. Sie können nicht alle retten. Ich kann's versuchen. Give me something to believe.